Ja, Freunde, bevor das Video richtig losgeht, also in dem Video wird es einen längeren Real Talk geben. Ich werde euch auch noch zeigen, wo mein erster Verein war, wo ich mit Werder-Trikot eben drauf gespielt habe. Und ja, werde euch da eine kleine Geschichte auch noch zu erzählen. Es geht natürlich hier wirklich um die Zukunft des Kanals. Und schreibt bitte gerne auch unten mal rein, wie lange seid ihr schon dabei? Was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht auf dem Kanal? Und ja, gerne auch, freue ich mich natürlich da auch über ein, zwei nette Kommentare. Und jetzt viel Spaß bei dem was längeren Real Talk wahrscheinlich. Ja, meine Freunde, heute mal ein ganz anderes Video. Hier hatte mal ganz ursprünglich alles angefangen. Auf diesem Platz hier stand ich damals das erste Mal mit einem Werder-Trikot bei einer Fußballmannschaft. Zeige ich euch ja gleich alles, aber es geht hier um die Zukunft des Kanals. So, meine Freunde, nochmal kurzer Zwischenreminder. Um 15 Uhr kommt ein Video, wo wir 6 Trikots vorstellen von Werder, von dem Werder-Designer erstellt. Also einem Werder-Instagram-Designer. Es wird sehr, sehr geil, sehr, sehr wild werden. Schaltet da unbedingt ein, nur nochmal als Randnotiz. Ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit meinen Mods gehabt, die ja auch Hintergrundarbeit verrichten für den Kanal bei Livestreams. Kennt ihr alles auch oder viele davon kennt ihr. Und in diesem Video soll es um die Zukunft des Kanals gehen, was sich vielleicht ändern kann, was sich vielleicht ändern müsste, eurer Meinung nach auch, was für Formate ihr gefeiert habt und welche vielleicht eher weniger, denn es ist was ganz Besonderes, dieses Video hier. Das ist unser 1000. Upload in knapp 2 Jahren. Also Anfang Juni sind wir 2 Jahre auf YouTube. Wir haben 1000 Videos jetzt eben hier auf YouTube gemacht. Natürlich auch, sind auch viele Update-Videos dabei, wo man einfach dann Transfer-News oder Analysen, ne, die dann 2-3 Minuten gehen. Dennoch sind natürlich auch viele was längere oder aufwendigere Videos dabei. Interviews mit ehemaligen Spielern, Sebastian Bönig, Ailton, Windenrufer und viele, viele mehr. Wirklich tolle Kooperationen sind auch zustande gekommen in diesen knapp zwei Jahren. Das werde ich so nie vergessen. Das ist jetzt schon was ganz, ganz Tolles, was wir hier geschafft haben. Ich glaube, dass wir damit auch so was ganz Neues kreiert haben. Und ich möchte vielleicht auch nochmal den einen oder anderen daran erinnern, warum ich diesen Kanal damals erstellt habe, beziehungsweise wie sich das entwickelt hat. Denn den Kanal erstellt hatte ich ja gar nicht für Werder. Ich hatte den erstellt gehabt, weil ich meinen eigenen Weg gehen wollte nach einer FIFA-Zeit, wo ich einfach was anderes machen wollte. Und habe dann gesehen gehabt, als ich über Werder gesprochen habe, dass es dann doch den einen oder anderen interessiert. Daily Uploads wurden dadurch geboren, weil ich selber immer so war, dass ich jeden Tag mehrmals Werder Bremen gegoogelt hatte. Und ich dachte, wie cool wäre das, wenn man eine Alternativ-Videoform hat mit jemand Persönlichen. Also nicht eben nur ein Update, wo man eine Kamera auf irgendwas hält oder eben irgendeine Zeitschrift schreibt, sondern eben was Persönliches auch. So. Das heißt ja nicht, dass ich mit allen Sachen immer richtig liege oder ich in den Sachen Punkten recht habe, aber einfach, das ist meine Meinung zu den Dingen. Und das, was ich zum Beispiel extrem cool finde, ist der Stammtisch, der dadurch geboren worden ist, was auch eine direkte Frage an euch ist, und zwar, wie ihr das gerne hättet jetzt in der Sommerpause. Ich glaube, ich hätte euch da allgemein mehr mit einbeziehen müssen. Wie findet ihr das mit dem Stammtisch? Sollen wir den in der Sommerpause trotzdem haben oder eben eher nicht? Das könnt ihr mal gerne hier unten auch reinschreiben. Allgemein schreibt auch mal rein, was sind so die Top-Sachen, die euch am meisten gefallen auf dem Kanal und was könnte man vielleicht auch abschaffen oder mögt ihr nicht so sehr. Ja, natürlich ist es jetzt auch an der Zeit, wo es halt eine Sommerpause ist, wo es schwieriger natürlich ist, auch jeden Tag kreative Videos rauszubringen. Weil halt einfach das Interessante in dieser Zeit sind Transfer-Videos. Hier gab es auch ein, zwei Vorschläge, die ich auch hier mit reinbringen will, was ich vollkommen verstehen kann. Ein paar Leute haben sich gewünscht, dass wir mehr Hintergrund auch über die Spieler sagen bei Transfers, wenn die eben dann auch fix sind. Zu jedem Gerücht macht das relativ wenig Sinn, weil halt viele Gerüchte auch noch kommen werden, auch von Zeitschriften, die dann reinbringen. Und da wird ja nicht jeder kommen. Das weiß auch oder wissen auch viele. Manche haben immer noch die Hoffnung, dass jedes Gerücht auch kommt. Schön wäre es, wa? Obwohl, da wären wir, glaube ich, schnell über dem Schnitt. Aber gut. Aber wenn dann zum Beispiel ein Transfer fix ist, ist jetzt die eine Idee, dass man zum Beispiel eben 2 Videos dann daraus macht. Einmal das Update, also das Kurzvideo. Der Spieler ist jetzt bei uns, wurde fest verpflichtet, so und so. Und dann nochmal ein längeres Video, wie er eben uns auch helfen könnte. Also wie er uns, Werder Bremen, dann auch helfen könnte. Und wie er sich da vielleicht auch einbringen kann und so weiter und so fort. Was haltet ihr grundsätzlich mal von dieser Idee? Das heißt, es wären dann praktisch ein kurzes und ein langes Video, was so ein bisschen zeitverzögert kommen würde. Aber das ist für jeden was dabei. Die einfach nur kurz das Update haben wollen und die vielleicht auch mehr hören wollen. So.
Dann eine Sache, die ich extrem cool fand, war wirklich, dass sich Leute getraut haben, von euch da draußen, aus der Community, haben sich Leute getraut, vor die Kamera zu gehen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich total stolz darauf bin, dass einige Leute sich da wirklich trauen, auch vor der Kamera dann zu reden. Und das ist nicht selbstverständlich, weil man halt logischerweise mehr Kritik bekommt. Ich meine, vielleicht kennt der eine oder andere das selber von euch. Auch manche Leute, die dann zum Beispiel einen Kommentar kommentieren, schreiben mir dann ja auch, Nico, da hat jemand kommentiert, der einfach vielleicht was unfreundlicher war oder beleidigend geworden ist. Und das wird dann meist auch gelöscht, so. Weil das halt einfach so, ich kann das verstehen, so. Aber gerade wenn man vor die Kamera geht, hat man natürlich mit 10-mal mehr Kritik nochmal zu tun, was auch ganz logisch ist. Dennoch ist das eine Sache, die ich extrem gerne habe oder extrem gerne auch mache, und zwar diese Community Talks. Was soll sonst noch so in der Sommerpause kommen? Das ist natürlich eine gute Frage, die ihr gerne auch beantworten könnt. Einige haben sich jetzt auch beschwert gehabt, dass zu viel Transfervideos kommt. Ich versuche natürlich auch immer wieder neue Ideen reinzubringen. Manchmal auch im Hintergrund, die man gar nicht so mitkriegt. Ich habe es vielleicht am Anfang des Videos schon mal kurz gesagt. Heute um 15 Uhr kommt ein Trikot-Vorstellungsvideo mit einem anderen Werder-Designer mit 6 geilen Trikots, wo ich sehr, sehr gespannt auf eure Meinung bin. Die könnt ihr dann auf jeden Fall da auch reinschreiben. Wird cool werden. Ist dann das 1000. erste Video sozusagen. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Dennoch, ja, möchte ich gerne, dass ihr halt eure Vorschläge auch noch reinschreibt. Und wenn wir eben gerade schon hier sind, dann machen wir halt hier auch nochmal so einen kleinen Real Talk und Real Show Video sozusagen. Ich hatte es euch schon mal gezeigt gehabt. Das hier ist nämlich der Platz sozusagen, wo ich damals angefangen habe, Fußball zu spielen. So als ich umgezogen bin, ganz früher war das. Da sind wir von Leverkusen hierher gezogen. Das ist schon ewig her. Und da war hier hinter uns ein Fußballplatz und auch ein Verein, wo ich dann lange auch gespielt habe, also in dem Verein auch gespielt habe. Und das war das erste Mal, dass ich mit einem Werder-Trikot bei einem Verein war. Und zwar damals mit dem Diego-Trikot. Und das Lustige, was vielleicht die wenigsten wissen, ist, der Torwarttrainer von hier war damals mit Tim Wiese befreundet, der dann auch mal hier war. So, und der, das war dann auch so eine Art Mannschaftsabend bei den Leuten halt. Und ja, die haben dann da mit Tim Wiese im Prinzip gechillt und waren dann da zusammen. Ihr seht jetzt hier, es ist wirklich total krass geworden, was aus dem Platz geworden ist. Ich hatte mal auf dem Zweikanal dazu auch ein Video gemacht, weil ich es einfach heftig finde von der Story her. Man muss sich mal überlegen, dass hier wirklich damals ein Platz war, der auch richtig, richtig cool war. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war ein Ascheplatz. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Da ist der ein oder andere dann natürlich auch wieder so, dass man sagt, ja, auf Asche und ist doch scheiße und so. Ich sag euch ehrlich, wer auf Asche Fußball spielen lernt, der kann überall spielen. So, das ist so ein grundsätzliches Ding. Auch wenn du auf Asche fällst, dann ist dir jede Wiese scheißegal, egal wie viel Granulat da drauf ist, weil du halt einfach dann weißt, auch was Wunden sind. Und ich bin sehr froh, dass ich eigentlich auf Asche ganz am Anfang zumindest gespielt habe. Bin ja dann später auch gewechselt, aber ja, jetzt ist der Platz so, das liegt daran, weil hier ein Flüchtlingscamp damals aufgebaut worden ist. Und als der abgerissen worden ist, wurde das hier alles so stehen lassen. Man sieht da im Hintergrund nochmal, guck mal hier, ich weiß nicht, ob man es gerade so sieht, so da, diese Flutlichtmassen oder das, was noch davon übrig geblieben ist halt. Ja, und jetzt sind hier noch so ein paar Restcontainer, die die Schule auch benutzt, die hier dran ist. Also hier ist noch eine Grundschule, aber ja, hier ist alles verschlossen, also da kommst du auch so nicht rein. Man sieht es auch hier, dicker Schloss und so. Ja, das ist natürlich alles schon ein richtiger Film hier, ne? Also wenn man das kennt von früher, ich weiß auch von dem einen oder anderen ehemaligen Spieler, die ja auch hier schon mal waren und sich das nochmal angeguckt haben, weil es halt einfach krass ist von der Geschichte her. Aber ja, das war im Prinzip der 1000. Upload und der kurze Real Talk hier auch nochmal am Rande. Mich würde es freuen, wie gesagt, wenn ihr einfach mal eure Kritik nochmal unten reinschreiben würdet und auch gerne vielleicht auch was Positives reinschreiben würdet, was ihr gut findet auf dem Kanal und wie ihr den Kanal allgemein findet. Ja, genau. Und an der Stelle bin ich jetzt raus. Danke für eure Zeit und bis dahin, euer Nico. Ciao.